Moin Leute, heute bin ich ein bisschen zu Fuß unterwegs, sehr leicht und ich koche etwas, was ich sehr gerne koche, wenn ich leicht unterwegs sein will. Und das habe ich dabei, meinen Sturmkocher von Trangia, aber mit einer ganz kleinen Dose, die ich dann hier reinstelle. Ein bisschen Spiritus, das reicht für zwei Mahlzeiten. Hier habe ich meine selbstgebaute Konservendosenküche schon mal eingelegt. Eine halbe Tüte Berberitzen, geht auch Sultaninen oder Rosinen, funktioniert ganz gut, ist Leichtgewicht unterwegs. Dann habe ich Couscous, das muss man eben nicht kochen. Da muss man einfach nur in heißes Wasser 2 bis 4 Minuten ziehen. 1 Liter Wasser. Ich brauchte jetzt so viel zum Einweichen und es wird insgesamt vielleicht 1 halber Liter verwendet. Ich habe frisches Gemüse, was man in jedem Supermarkt eigentlich immer kriegt. Ich habe jetzt eine Paprika, ein bisschen Zucchini, eine Mohrrübe. Kann man, egal was man möchte, was man unterwegs kriegt. Einen halben Knoblauch, eine Zwiebel und noch ein bisschen Grillgewürze oder sowas. So, und an der Stelle möchte ich mich bedanken bei Gesa für diesen Wesmischock. Der dient mir als Rucksack. Da habe ich mir so den Karabiner und an den Ecken zwei Haselnüsse drin, einen leichten Rucksack gemacht. So, und jetzt werde ich das kochen und melde mich dann wieder. Alles gewürfelt. Wie gesagt, man kann Gemüse nehmen, was man gerade auch unterwegs findet in den Supermärkten. Es geht einfach nur darum, dass man alles schön würfelt, dann kurz dünstet, aufkocht. Und so eine Mahlzeit ist einfach was Frisches. Auch wenn Teil der Komponenten wie Couscous und die Rosinen, wenn die natürlich trocken sind. Und man hat trotzdem immer das Gefühl, dass man was Frisches gegessen hat. Vielen Dank übrigens an Waldbär für das Mercator. Finde ich ganz toll mit diesem strammen Backlog. Und er hat selber das gepimpt mit dem Gürtelknip. Das hatte mir noch wirklich gefehlt. Also, super Sache als EDC, als leichtgewichtiges, schmales, nicht auftragendes Messer. So, jetzt kocht's gleich. Dann kann ich das schon rein. Ach, bisschen was daneben. So, es muss gerade nur mit Wasser bedeckt sein. Das reicht. Deckel gleich wieder drauf. Und als Petersilienersatz habe ich ein bisschen Wildkräuter gesammelt. Was jetzt eigentlich passiert ist, dass das Gemüse aufkocht. Es wird nicht richtig gar werden, das will ich auch gar nicht. Aber das Wasser nimmt jetzt den Gemüse Auszug quasi auf, dann brauche ich hinterher kein Salz. Das ist dann so wie eine Gemüsebrühe. Der Brenner ist in den letzten Zügen. Der Moment, wo ich jetzt den Couscous dazu gebe. Alles kurz einrühren. Und da steht auf der Packung 2 bis 4 Minuten ziehen lassen. Aber wenn er noch so ein ganz bisschen kocht, geht es natürlich schneller. Aber ich würde ihn gar nicht so groß kochen, weil er sonst auch zu schnell unten anbrennt. So, und wenn es dann fertig ist, kommt noch
das Wildgemüse dazu. Jetzt geht's ans Mampfen. Guten Appetit. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Das hat was Exotisches, süß-sauer. Deftig. Oh, ich liebe Knoblauch. Gekocht. Ich esse jetzt noch in Ruhe zu Ende und wünsche euch noch allen eine gute Zeit. Und ciao.